Was ist eigentlich schön? Die Meinungen darüber mögen auseinandergehen, dennoch finden sich in jeder Epoche der Geschichte vorherrschende Schönheitsideale. Das Idealbild der Frau des Barock würde heute als mollig gelten und die Verteufelung der Körperlichkeit, wie sie im Mittelalter propagiert wurde, stößt in der modernen Gesellschaft auf Unverständnis. Wie also haben sich Schönheitsideale im Wandel der Zeit verändert? Welches Schönheitsideal galt in der Steinzeit? Oft wird die üppige Venus von Willendorf als Beweis dafür herangezogen, dass Fettleibigkeit in der Steinzeit als attraktiv angesehen wurde. Fettreserven können als Garant für die Aufzucht der nächsten Generation angesehen werden und somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass korpulente Frauen in der Altsteinzeit durchaus das Schönheitsideal darstellten. Zu beachten ist jedoch, dass die Frauen der Steinzeit Sammlerinnen waren und teilweise weite Strecken zurücklegten, um Nahrung zu finden. Wer zu dick war, war diesbezüglich also eingeschränkt. Wie der ideale Mann der Steinzeit ausgesehen hat, ist nicht belegt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass er eine kräftige Statur hatte und muskulös war, schließlich ging er auf die Jagd, um seine Gruppe mit Fleisch zu versorgen. Kleopatra gilt noch heute als Inbegriff einer schönen Frau, zumindest wenn man ihren Darstellungen in zahlreichen Filmen Glauben schenken mag. Und tatsächlich ist überliefert, dass Kleopatra sehr viel Zeit in ihre Schönheitspflege investierte. Die intensive Pflege der Haut war jedoch nicht nur Kleopatra selbst ein Anliegen. Die meisten ägyptischen Frauen und auch Männer investierten Zeit und Mühe in die Pflege ihres Körpers. Dabei war die selbstgemischte Kosmetik auch ein Schutz gegen die aggressive Sonneneinstrahlung, gegen den Sand und gegen Insekten, welche Krankheiten übertragen konnten. Männer und Frauen betonten gleichermaßen ihre Augen mit schwarzer oder auch grüner Farbe. Dies hatte zum einen religiöse Hintergründe, diente jedoch auch dem Schutz vor Augenkrankheiten und sicher auch der Zierde. Das Auge war in Ägypten ein Symbol für den Sonnengott Ra. Dementsprechend hatte gerade das Augen-Make-up religiöse Bedeutung und seine Herstellung unterlag den Priestern. Im alten Griechenland spielte Schönheit eine sehr, sehr große Rolle. Ein schöner Körper war ein Statussymbol. Dies galt vor allem für die Männer. Der jugendliche athletische Mann, welcher ein aktives Leben im Freien führt, seinen Körper ausformt und eine von der Sonne braun gebrannte Haut hat, galt als das Idealbild der griechischen Antike. Frauen hingegen sollten eine weiße und zarte Haut haben. Die Ausgewogenheit der Proportionen spielte sowohl bei Männern als auch bei Frauen die zentrale Rolle, wenn es um die Definition von Attraktivität ging. Der Körper durfte also weder zu dick noch zu dünn sein. Kleine und feste Brüste und ein kräftiges Becken waren Attribute einer schönen Frau, wie zahlreiche griechische Statuen belegen. Wie Statuen und Fresken aus dieser Zeit auch zeigen, hatte das Schönheitsideal der römischen Antike starke Ähnlichkeit mit dem der alten Griechen. Jedoch galt Fettleibigkeit bei den Römern nicht mehr als Makel. Im Gegenteil, wer wohlbeleibt war, zeigte damit seinen Reichtum an. In den römischen Kolonien entstanden zudem zahlreiche Badehäuser und es kristallisierte sich schnell eine echte Wellness-Kultur heraus. Die römischen Krieger, welche gegen die Barbaren kämpften, wollten sich deren Gestank abwaschen und suchten unter anderem deshalb regelmäßig die Badehäuser auf. Den Frauen des alten Roms war zudem das Make-up bekannt. Im Grab der Frau Neros wurde Lippenstift aus Zinnober sowie grüne Schminke aus Malachit gefunden. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches wurde das Tragen von Make-up als heidnisch angeprangert und das Schönheitsideal des natürlich blassen Teints setzte sich durch. Der stärkere Einfluss, den das Christentum im Mittelalter auf alle Lebensbereiche der Menschen nahm, wirkte sich auch auf die Vorstellung von Schönheit aus. Als schön galt eine Frau im Mittelalter, wenn sie eine mädchenhafte und schlanke Figur hatte. Ihre Brüste sollten klein und fest und ihre Hüften schmal sein. Auf Gemälden dieser Zeit wurden Frauen meist androgyn dargestellt, das heißt, man konnte nicht genau sehen, ob sie ein Bub oder ein Mädchen war. Frauen mit kurvenreichen Körpern galten als gefährliche Verführerinnen, seit sich der Glaube an den von Eva ausgelösten Sündenfall und der darauf folgenden Vertreibung aus dem Paradies durchgesetzt hatte. Vornehmlich Frauen hielten sich nicht viel in der Sonne auf. Ein blasser Teint war deshalb wünschenswert. Um diesen Effekt noch zu verstärken, unterzogen sich manche Frauen Aderlässen, also der Entnahme einer erheblichen Menge an Blut oder bleichten ihre Haut sogar mit giftigem Bleiweiß. Darüber hinaus wurden rosa Wangen und ein kleiner roter Mund als schön angesehen. Die ideale Frau dieser Epoche hatte langes, blondes und gelocktes Haar und strahlend blaue Augen. Das Tragen von Make-up galt als heidnisch, genauso wie die übermäßige Körperpflege.
Dieser Umstand sorgte nicht zuletzt dafür, dass sich die Pest in Europa so rasant ausbreiten und so viele Opfer fordern konnte. Schließlich wurde die Pest durch Flöhe auf den Menschen übertragen und mangelnde Hygiene begünstigten diesen Prozess. Interessanterweise glaubten viele Menschen damals sogar, dass es übermäßige Hygiene sei, die dazu führte, dass sich jemand mit der Pest infiziert. Wurde Körperlichkeit im Mittelalter noch als Ausdruck göttlicher Willkür erlebt, ändert sich diese Ansicht mit dem Ausklingen dieser Epoche. Der Körper wurde zum Träger des Selbst, zu einem Subjekt der freiwilligen Disziplinierung und somit auch zu einem Gegenstand der Macht. Dies zeigt sich auch daran, dass unzählige anatomische Studien angefertigt wurden. Im Mittelalter wäre solch ein wissenschaftliches Interesse an der Körperlichkeit noch auf Unverständnis gestoßen. Doch wie wirkte sich diese Entwicklung auf das geltende Schönheitsideal aus? In der Renaissance galten üppige Frauen als schön. Starke Hüften waren ein Zeichen für Weiblichkeit. Arme und Beine wurden auf Gemälden dennoch dünn dargestellt und der Busen der idealen Frau erinnerte eher an der eines Teenagers. Im Gesicht waren Zeichen der Wohlgenährtheit wiederum erwünscht. Runde und weiche Gesichtszüge sowie ein leichtes Doppelkinn standen hoch im Kurs. Blond war weiterhin die bevorzugte Haarfarbe. Jedoch nicht das Hellblond des Mittelalters, sondern ein warmes Goldblond. Frauen setzten ihre Haare deshalb tagelang der Sonne aus, nutzten Tinkturen oder flochten sich gelbe Seidenbänder ins Haar. Natürlich konnten sich nur Frauen von Stand derlei Verschönerungsmaßnahmen erlauben. Braune Augen und ein wohlproportionierter und roter Mund vervollständigten das perfekte Gesicht. Im Barock wurden die Frauenkörper schließlich noch üppiger. Besonders bekannt sind in diesem Zusammenhang die Werke des Malers Paul Rubens. Mitte des 17. Jahrhunderts setzte sich dann der Trend des Korsetts durch, welcher die Leibesfülle der Frauen in Form presste. Diese Sanduhrfigur wurde rund 3 Jahrhunderte lang zum Inbegriff der Weiblichkeit. Doch auch Männer putzten sich heraus, legten Parfum auf und trugen Perücken und Puder. Im 20. Jahrhundert kam es zu einem grundlegenden Wandel des Schönheitsideals. Was bis dahin das Korsett geleistet hatte, musste nun durch Disziplin bewerkstelligt werden. Die perfekte Figur. Während zu Anfang des Jahrhunderts noch dralle Dekolletés gefragt waren, setzte in den 20er Jahren der erste Schlankheitswahn ein. Im Zuge der Jugendbewegung galten schlanke, junge und gesunde Körper sowohl für Männer als auch für Frauen als erstrebenswert. Auch der Teint wies nun eine natürliche Bräune auf. Der Bubikopf setzte sich als beliebter Frauenhaarschnitt durch. Der Erste Weltkrieg hatte das Leben der weiblichen Bevölkerung verändert. Frauen führten nun ein selbstbestimmteres Dasein und zeigten dies auch durch ihr Erscheinungsbild. Knielange Röcke, schwarz umrandete Augen und jede Menge Strass zierten die Körper der Frauen, wenn sie sich zum Besuch eines der vielen Tanzpaläste aufmachten. Einen starken Bruch leitete das Magermodell Twiggy in den 60er Jahren ein. Hagere, dünne Frauen mit mattierten Lippen und schwarz geschminkten Augen wurden zum neuen Schönheitsideal erklärt. In den 70er Jahren war eine schmale Taille sowie eine volle Haarpracht besonders begehrenswert. Auch die Männer trugen nun hautenge Hosen und zeigten somit ihre Figur deutlicher, als dies bisher der Fall war. Die 80er Jahre können zweifelsohne als Dekade der dekorativen Kosmetik bezeichnet werden. Symmetrische Gesichtszüge und intensives Make-up zierten die Werbeanzeigen der Modehersteller und der Kosmetikindustrie. Die Männer wurden vom damaligen Bodybuilding-Hype mitgerissen und stählten ihre Körper fortan im Fitnessstudio. In den 90er Jahren wurden die Diskussionen um den Schlankheitswahn immer heftiger, was nicht zuletzt an dem berühmten und sehr mageren Model Kate Moss lag. Das Schönheitsideal differenzierte sich in der Folge. Die sportlich schlanken Idealmaße von 90-60-90 blieben für Frauen aber weiterhin erstrebenswert. Die Medien bestimmen, was schön ist und was nicht. Oft ist es Frauen wie Männern gleichermaßen nicht möglich, diesen medialen Vorbildern zu entsprechen, denn sie konstruieren die Illusion des perfekten Menschen. Es wird verändert, retuschiert und beschönigt, bis aus einem sowieso schon schönen Model eine unerreichbare Wunschvorstellung wird, die dazu führt, dass normale Menschen sich in ihren Körpern unwohl fühlen. Frauen sind davon in besonderen Maßen betroffen.